Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan und heute mal wieder hinter der Kamera, denn ihr habt es euch so sehr gewünscht, dass ich ein Mappen-Update mache von den Matchsticks-Karten, dass ich nicht anders kann, als jetzt eins hochzuladen. Und wie ihr schon seht, haben wir hier die Sammelmappe, die ist ja auch mit so einem schönen Glanzeffekt und auch von der Qualität von der Sammelmappe finden Steff und ich, dass sie sehr gut ist dieses Jahr. Nur das einzig bisschen Negative, was uns auch ein bisschen gewundert hat, ist, dass hier ganz oben dieses Deckblatt guckt hier ein bisschen raus, vorne und hinten. Das ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob es nur bei uns ist oder immer. Haben wir uns ein bisschen gewundert und dann machen wir das Ganze auf. Außerdem, falls ihr und schon weitere so alte Mappen-Updates von anderen Serien gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir bei Matchsticks die meistens ein bisschen anders einordnen als gewollt oder wie es viele machen. Ja, das ist einfach, wie wir es cool finden und das kann ja jeder machen, wie er will. Die erste Seite haben wir noch nicht, aber da lasse ich mir auch noch was einfallen, da irgendwas hinzumachen. Dann haben wir hier auf der ersten Doppelseite die ganzen goldenen Limis und hier haben wir, glaube ich, so gut wie alle, die schon draußen sind. Es gibt noch Moritz Hartmann vom Blister, wo wir unsere Hände noch nicht dran bekommen konnten. Leider, aber sonst, wir haben hier Aaron Hunt aus der aus dem Starter Pack, dann haben wir Höwedes, da haben wir Fedetski von der Bravo Sport, Marco Reus von der ich glaube vom Kick, von der Sportbild und Höwedes vom Kicker und dann noch Stefan Bell. Habt ihr jetzt am Wochenende gesehen, dass Stefan hat den im Pack War im Multipack bekommen, den goldenen. Dann machen wir weiter mit den Club Logos und die haben wir mal nach ganz vorne gemacht. Eigentlich sind sie von den Nummern her relativ weit hinten, aber wir haben gedacht, das ist ein guter Start ins also wenn man das Album aufmacht und dann alle Erstliga-Clubs sieht, ist eigentlich ganz cool. Und ihr seht hier schon, da fehlt uns nur noch Borussia Dortmund, Leverkusen und Köln. Und diese Karten sind ja auch richtig nice mit diesem Glanzeffekt. Dann machen wir schon weiter mit Augsburg und da seht ihr, hier sind schon ein paar, hier sind ein paar, aber relativ leer ist das Ganze noch. Aber ich bin mir sicher, da werden bald noch welche folgen. Dann bei der Hertha sieht es schon ein bisschen besser aus, ein bisschen voller. Unter anderem hier ein paar Spieler mit richtig krassen Werten wie Jahrstein 86, Brooks 83, einige hochbewertete 70er. Wirklich cool. Und dann Ibisevic und Kalou beide 80 und 82. Also Hertha letztes Jahr stark Saison gespielt und das spiegelt sich auch hier bei den Werten wieder. Machen wir weiter mit Bremen, da haben wir in der Offensive viele, die meisten Karten schon. Hier fehlt uns nur noch einer, ich glaube es ist Pizarro. Aber hier in der Defensive ein paar Abwehrspieler fehlen uns dann doch noch. Machen wir weiter mit Darmstadt 98, da brauchen wir auch nicht mehr viele, nur noch drei insgesamt. Ja, also wir haben schon einige Päckchen geöffnet, sieht man glaube ich schon am Album. Dann machen wir weiter mit Dortmund, auch hier fehlen uns nicht mehr viele. Hier, wir haben natürlich Aubameyang, Kagawa, das sind so die stark bewerteten. Birki 87 natürlich richtig stark, aber das sieht ganz cool aus. Dann machen wir weiter mit der Eintracht, unserem Lieblingsteam, und ihr seht schon manche Karten, da wurde schon ein bisschen rumgekritzelt, da haben wir uns schon Autogramme geholt, hier unter anderem von Hölgotta, Rebic, Huschti haben wir Autogramm geholt, Bastian Ocipka, Regäse und auch Omar Mascarell. Und ja, Spieler, es war ganz cool, die Reaktion zu sehen, als sie die unterschrieben haben. Huschti hat sich zum Beispiel gefreut, dass er Starspieler ist hier. Ja, war ganz cool. Und wir waren einfach beim öffentlichen Training, haben uns die unterschreiben lassen. Wir sind da ab und zu mal und ja, bietet sich an. Ist ganz cool. Dann machen wir weiter mit Freiburg. Da haben wir auch wieder in der Offensive fast alle, hier fehlt uns nur noch einer, aber in der Defensive ein paar Verteidiger fehlen uns dann doch schon. Dann weiter zum HSV, da ist so ähnlich, also eher die linke Seite ist meistens ein bisschen freier als die rechte, wie ihr schon seht. Und aber viele fehlen uns da auch nicht. Hier mal bei Hoffenheim fehlt uns nur noch ein Verteidiger und noch hier zwei Offensive. Weiter mit Ingolstadt, da fehlen uns auch noch einige, da haben wir hier große Lücken und da drüben auch. Weiter mit Köln, da haben wir auch schon ein paar Spieler, aber das sind auch noch nicht so viele. Dann weiter mit Aufsteiger Leipzig, da haben wir auch schon
einige Spieler, aber auch hier, naja, sage ich mal, ein bisschen mehr als die Hälfte der Spielkarten haben wir. Beziehungsweise, ja, so viele fehlen dann noch nicht, also 6 Stück sind dann schon, naja. Weiter mit Leverkusen, das ist dann auch die, fast die Mitte des Albums, aber man hat insgesamt hat man dieses Jahr mehr Platz, finde ich. Hier in der Mitte, das ist nicht mehr, früher war es mehr so, da waren die in der Mitte so relativ eng aneinander. Und dieses Jahr hat man wirklich viel Platz, wenn es so offen liegt. Das finde ich cool. Und auch bei Leverkusen haben wir schon fast alle. Und weiter mit Mainz, da sind hier ein paar Defensive, auch Torhüter fehlt noch, aber hier offensiv nur noch ein Stürmer. Dann weiter mit Gladbach, da haben wir eher Defensive mehr als eine Offensive. Aber da sind auch schon gute Spieler, wie Raphael ist dabei, Kramer und Stindl, die beiden glitzernden. Ja, dann weiter mit den Bayern, da fehlen uns noch 4 Karten, ihr seht hier 2 und da 2, aber wir haben Neuer, wir haben Müller, wir haben Lewandowski, wir haben Costa, also die hochbewerteten haben wir schon viele davon, Boateng natürlich auch und Hummels, Lahm, da ist ja, hier ist ja bei den Bayern ist ja fast jeder 5 Sterne. Dann weiter mit Schalke, da fehlen uns aber auch noch einige. Und dann kommen wir schon zum VfB Wolfsburg, wobei hier auch noch große Lücken sind hier. Und ja, dann machen wir weiter. Dann kommen wir schon zu den Matchwinnern bzw. Club 100. Da haben wir hier vom FC Augsburg, haben wir Alfred Fimbugason, 85 Angriff, den Jahrstein von Hertha, 96. Dann haben wir von Werder Bremen alle drei bereits, Bargfrede, Bartels und Grillitsch. Weiter bei Darmstadt 98 haben wir Marcel Heller. Auch von Dortmund haben wir schon alle drei. Karl Gava, Castro und auch unser bisher einziger Club 100, Pierre-Emerick Aubameyang. Aber ich hoffe, da kommen die nächsten Wochen noch ein paar dazu. Aber Aubameyang richtig nice 100. Und den habe ich auch, das ist eigentlich eine ganz coole Story. Ihr findet das Video dazu auf Instagram, auf unserem Instagram-Account. Denn ich habe eine Mini-Tin gekauft gehabt, die kostet 8 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, da hole ich mir noch ein Päckchen dazu für 2, so dass ich halt mit 10 Euro den Schein hätte ich sowieso gezahlt und dann hätte ich halt, ja, habe ich gedacht, dann nehme ich auch ein Pack dazu und das habe ich dann für Instagram geöffnet und dann war auf einmal Aubameyang Club 100 drin, der erste, den wir dieses Jahr gezogen haben, dann von Eintracht Frankfurt fehlt uns leider noch Abraham, aber wir haben Fabian und Ucipka und wie ihr seht, Ucipka hier auch mit Autogramm. Dann haben wir weiter Freiburg. Haben wir Grifo, dann Bobby Wood vom HSV, dann hier, ich glaube das müsste Hoffenheim sein, haben wir keinen. Dann von Ingolstadt haben wir Hinterseher, Anthony Modest vom 1. FC Köln, Halzenberg und Compaire von Leipzig. Dann von von Leverkusen haben wir Hernandez, dann ich weiß nicht was für ein Verein, wahrscheinlich Mainz müsste es sein, haben wir keinen. Raphael haben wir hier, von Gladbach, auch von den Bayern leider noch keinen, kein Neuer und auch kein Müller als Club 100, auch, und auch Coman ist nicht dabei. Dann haben wir aber Leon Goretzka von Schalke 04 und wir haben alle drei vom VfL Wolfsburg, Jeffrey Boomer, Maxi Arnold und Jakub Blaszczykowski. Dann machen wir wieder weiter, haben wir hier die Hattrick-Helden, davon gibt es ja 4 Stück, glaube ich, dieses Jahr, plus Robert Lewandowski als Rekordekarte. Und ja, da haben wir hier Fabian Klos von Bielefeld und Alexander Mayer auch wieder mit Autogramm. Ja, 88 auf jeden Fall starke Karte. Und dann haben wir hier die Taktikkarten, davon gibt es glaube ich 5 Stück. Und davon haben wir hier die ersten 3, Abseits, Elfmeter und Fallrückzieher. Und dann machen wir weiter mit der zweiten Liga. Also das ist hier erst immer mit dem Logo zu beginnen und dann noch die anderen beiden. Dann haben wir als erstes hier von, haben wir Skalatidis von Aue, von Union Berlin haben wir Groß, von Bielefeld haben wir Klos und Nöte, von Bochum haben wir hier Hoogland, dann von Braunschweig haben wir Reichel und Zug, von Dresden haben wir Lamberts und Stefaniak, von Düsseldorf haben wir Oliver Fink, von Fürth haben wir Caligiuri und Jasula, von Hannover Schmiedebach und Brib. Dann von Heidenheim haben wir Feig und Schnatterer, von Kaiserslautern haben wir Halfer und Ring, von Karlsruhe Erwin Hoffer und dann weiter mit der letzten Seite 68 München mit Wittek und Adlung, Nürnberg mit Bretschko und Möwald,
St. Pauli mit Bubaya und Buchtwald. Von Sandhausen haben wir Kulowitz, von Stuttgart haben wir Alexandru Maxim und von Aussteiger Würzburger Kickers haben wir Neumann. Und dann hier hinten kommen dann Pro 11 Karten, sollen jetzt hier auf die Doppelseite kommen, die wir hoffentlich auch bekommen werden, oder hier. Und dann hier hinten haben wir dann nochmal die beiden bronzenen Limis, die wir bisher haben. Und zwar ist das einmal von Mainz, Stefan Bell aus dem Multipack und dann noch Yannick Westergaard aus der Mini-Tin. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Album. Und ja, ist schon ganz ordentlich gefüllt, würde ich sagen. Aber ja, da fehlen doch noch einige Karten, noch einige normale Karten. Aber besonders natürlich Matchwinner fehlen. Club 100 haben wir, wie gesagt, einen von fünf. Und auch, ja, Limis werden auch bald mehr dazukommen. Da sind ja noch nicht alle wirklich erhältlich. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ist die beste Karte, die ihr in eurem Album habt? Ist es ein Club 100 Müller oder ist es ein Club 100 oder ein Matchwinner? Oder sagt ihr vielleicht, keine Ahnung, Basekarte, was weiß ich, Mitchell Weiser ist die beste Karte in eurem Album, weil ihr, keine Ahnung, weil es euer Lieblingsspieler ist, keine Ahnung. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao! Yeah.